Am Freitag gab es eine weitere Direct zu Super Smash Bros. Diesmal wurde sich besonders auf die Wii U-Fassung konzentriert. Über 50 neue und auch altbekannte Features wurden aufgezählt. Die interessantesten unter den 50 habe ich euch mal rausgepickt. Gucken wir uns zuerst die Veränderungen der bereits bekannten Modi an. Der klassische Modus wurde im Vergleich zur Handheld-Version ein bisschen verändert. Der Fortschritt hängt vom Können des Spielers ab. Ich vermute mal, das heißt, dass die Gegner bei guten Kämpfen vom Spieler schwieriger und mehr Belohnungen so am Ende hergeben werden. Der All-Star-Modus verläuft genau andersherum als beim 3DS. Zuerst prügelt man sich mit den neuesten Charakteren bis zu denen der frühen 80er. Beide Modi kann man nun auch mit einem Freund spielen. Der bereits vom 3DS bekannte Modus Trophäenrausch ebenfalls. Wie in Brawl wird man im Versus-Modus nach Belieben Items ein- und ausschalten können. Zusätzlich kann man aber jetzt auch die Häufigkeit der Items entscheiden. Neben Standard-Smash und Siegen kommen jetzt die Münzkämpfe als neuer Modus hinzu. Dort geht es darum, Münzen aus seinen Gegnern herauszukloppen und diese dann einzukassieren. Und dann folgt ja noch der Spezial-Smash. Da gibt es zum Beispiel den Ausdauerkampf, wo es darum geht, die KP des Gegners auf 0 zu prügeln. Also fast so wie bei einem normalen Kampfspiel. Im Spezial-Smash hat man außerdem viel mehr Veränderungsmöglichkeiten der Regeln. So kann man unter anderem einstellen, dass alle Kämpfer in Flammen stehen oder die ganze Gravitation auf den Kopf stellen und vieles mehr. Auch wird man den Versus-Modus erstmals lokal mit bis zu 6 Spielern zocken können. Auf besonders großen Stages sogar zu 8. Falls ihr euch jetzt fragt, wo ihr so viele Controller auftreiben wollt, könnt ihr euch die Funktion, den 3DS als Controller benutzen zu können, wirklich zugutekommen. Einfach bei der 3DS-Fassung den Menüpunkt mit Wii U verbinden anwählen und schon kann's losgehen. Wie es klingt, wird man aber leider die 3DS-Fassung für dieses Feature benötigen. Ihr könnt übrigens alle Kämpfer, die ihr mit anderen Spezialmoves und anderer Ausrüstung auf dem 3DS aufgewertet habt, komplett auf die Wii U übertragen. Die Mii-Kämpfer mit den freigeschalteten Kleidungsstücken auch. Der Online-Modus bietet jetzt die Möglichkeit, an Turnieren teilzunehmen und eigene zu erstellen. Bis zu 16 Spieler können an einem Turnier teilnehmen. Mit dem Voice-Chat wird man sich auch zum ersten Mal mit seinen Freunden unterhalten dürfen. Genau wie bei Mario Kart 8, aber nur in der Lobby und nicht im Spiel. Mal wieder nicht zu Ende gedacht von Nintendo. Aber genug von den Überarbeitungen der bereits bekannten Modi. Sehen wir uns doch mal an, was das neue Smash Bros. Für die Wii U für neue Modi so bieten wird. Der Stage-Editor, bekannt aus Brawl, kommt wieder. Fürs angenehmere Bauen kann man nun einfach die Umrisse mit den Stylus zeichnen. Ein brandneuer Modus ist Spezialaufträge. Beim Start des Modus hat man erstmal die Auswahl zwischen Master Orders und Crazy Orders. Bei Master Orders hat man eine Liste an Aufträgen, die es zu erledigen gilt. Der sogenannte Spezialaufträge-Ticket gibt vor, welche man machen muss. Die Belohnungen hängen vom Schwierigkeitsgrad des Auftrages ab. Bei Crazy Orders absolvierst du Aufträge für Aufträge, die immer schwieriger werden. Wenn du Aufhören willst, musst du gegen die Crazy Hand kämpfen. Besiegst du sie, kannst du alle gesammelten Belohnungen behalten. Der Modus wird den Erhalt von Trophäen sicher um einiges erleichtern. Anstelle des Abenteuermodus ist als Ersatz Smash Tour zu finden. Zu viert bewegt man sich mit Miis via Würfeln auf einem Spielbrett. Dort sammelt man Kämpfer und für sie Upgrades. Die Upgrades gleichen denen aus dem Abenteuermodus. Landen zwei Spieler auf dem gleichen Feld, beginnt ein Kampf. Die Kämpfer kommen nach der Reihenfolge, wann sie gesammelt wurden, zum Einsatz. Gewinnt man einen Kampf, kann man seinen Freund einen Charakter aus seinem Sortiment stehlen. Wie in Mario Party kann man das Spiel auf dem Brett per Items beeinflussen. Am Ende gibt es dann einen Final-Kampf, wo alle mit ihren gesammelten Kämpfern und ihren dazugehörigen Verbesserungen gegeneinander antreten müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Modus mit ein paar Freunden ordentlich fetzen könnte. Zum Abschluss noch ganz kurz zu der Sonderaktion. Mewtwo kehrt zurück! Wenn ihr beide Versionen innerhalb eines bestimmten Zeitlimits auf Club Nintendo registriert, bekommt ihr Mewtwo als Bonuskämpfer. Das kann aber noch ein bisschen dauern, denn er wird erst im Frühjahr 2015 verfügbar sein. Dafür könnt ihr euch gleich zum Start der Wii U Version zwei Soundtrack-CDs basierend auf der Musik der Handheld- und Heimkonsolenfassung sichern. So, das waren alle angekündigten Features, die in meinen Augen wirklich interessant waren. Schreibt in die Kommentare, was ihr vom neuen Smash Bros. Haltet. Freut ihr euch genauso wie ich auf die Wii U-Fassung nach der eher ernüchternden 3DS-Version? Also schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Also ich bin auf jeden Fall richtig heiß auf das Smash Bros. Für die Wii U. Die ganzen neuen Modi, die angekündigt wurden, klingen alle richtig spaßig. Also 6 Spieler wird sicher auch richtig geil. Und vor allem dieses Brettspiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass das richtig viel Spaß machen wird mit mehreren Freunden. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Links oben könnt ihr euch jetzt nochmal die komplette Direct ansehen und unten halt wie ihr und je die ganzen Videos, die halt so auf dem Kanal in der letzten Zeit so kamen. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.